Ich denke, Mossadegh war eine sehr markante Persönlichkeit, vor allem in den 50er Jahren. Er wurde ja nicht nur für Iran, sondern für den ganzen Nahen und Mittleren Osten zum Vorbild. Millionen Menschen waren seine Anhänger in verschiedenen Nachbarstaaten Irans. Und sie haben gesagt, er ist ein Aristokrat und ein Großgrundbesitzer gewesen. Das ist in der Tat wahr. Aber er war zugleich ein wunderbarer Demokrat. Und was er wollte, war die Demokratisierung des Landes. Er wollte, dass das Volk mitbestimmt. Er wollte, dass das Volk selbst sein Schicksal in die Hand nimmt. Und er wollte, dass das Land unabhängig bleibt. Iran war vollständig abhängig vom Briten, die über das iranische Öl herrschten, die eigentlich die gesamte Politik Irans bestimmten. Und Mossadegh wollte das Land in die Unabhängigkeit führen. Und deswegen hat er durch das Parlament die Verstaatlichung beschlossen, der Ölindustrie. Und das war natürlich eine ungeheure Provokation für die Briten, die da